hallo und fucking moin. Moin, moin, moin. Ich bin hier mit Dennis und zock jetzt irgendein Spiel, was ich noch nie gesehen habe, was ziemlich obskur sein soll. Omihara Kawase. Richtig, richtig, genau. Und ja. Einige Japano-Freaks sollten das kennen. Eins der, weiß ich gar nicht, abgefahrensten Spiele, die mir in letzter Zeit untergekommen sind, vom positiven Aspekt her nicht so abgefahren, okay. Aber vom Spielprinzip her super geil. Deswegen drück mal Start jetzt gleich. Ja. Also ich habe absolut keine Ahnung, was auf mich zukommt. Es soll witzig sein. Und ja, auf jeden Fall. Deswegen geh mal rein. Kochend kalte Wasser geschmissen. Aha, ein Jump and Run auf jeden Fall. Oh, er hat einen Haken. Es ist eine Sie, meine ich. Ich glaube auch, sie hat den pinken Umhang, ne? Ja, das heißt nichts, das ist Japan. Ja, aber doch, sie sieht schon sehr weiblich aus. Das ist eine Tasche übrigens, das ist kein Umhang. Ah, ja. Ich habe eine Tasche und ja, ich tue so, als wäre ich Spider-Man. Und, ja, du hast so Fischhaken, und also das ist so ein Angel. Okay, ich habe einen Haken, ich kann springen, ich kann den Bildschirm bewegen. Ja, du kannst halt sehen, wo du dann weiter lang musst, aha, weil das Game hat unendlich viele Level. Okay. Du kannst halt, genau, in alle Richtungen. Aber, ach, und der hält sich automatisch fest? Ja, der hält sich automatisch fest. Ach, witzig, aber was denn, wenn ich jetzt an dem Haken irgendwo festhänge und quasi da ist irgendwas, dann kriege ich das trotzdem ab. Hattest du Angst vor dem Vögelchen? Ja, hatte ich. Man weiß ja nie. Wie komme ich denn jetzt hoch? Zum Beispiel, kann ich irgendwie mich einziehen mit dem Seil? Ja, du kannst dich auch einziehen. Nur wie ist die Frage? Du kannst dich auch einscheißen. Okay, ich bin noch nicht ganz irgendwie ganz informiert. Ja, das ist halt was völlig anderes. Okay, also. Aber wie ziehe ich denn dieses Ding auch wieder ein? Da habe ich auch ein bisschen gebraucht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Dazu müsste ich den Controller in der Hand haben. Aber ja, nee, du das geht da ja du nicht. Musst das, ja, ich weiß, du musst das spielen. Ey, Y? Naja, du kannst, glaube ich, anstatt wegzuspringen, kannst du, wenn du stehen bleibst, direkt halt den einziehen. Ohne zu springen. Ah, okay. Zack, und jetzt irgendwie, glaube ich, meine ich. Ah, wahrscheinlich muss ich gedrückt halten und dann... Das war Y wieder, das war wieder der Sprung. Scheiße, also... Ihr seht, es ist ein kniffliges Spiel, wahrscheinlich für Sie Kinder. Sie machen es knifflig. Ey, aber ich bleibe ja stehen, ich drücke ja... Die Mucke ist so geil. Die Mucke ist geil, ja. Und der Herr scheitert hier am ersten Bildschirm. Am ersten wirklichen Hindernis. Vorsicht, der Vogel. Vielleicht sind es auch die R-Tasten, aber... Nein, also das kann jetzt nicht sein. Das doch. Ist Springen, das ist sonst auch Springen. Sonst spring doch einfach mal. Das mach ich ja. Springen will er ja nicht drüber. Irgendwie. Aber. Glaube ich ihm nicht. Es ist, oder ich springe erst und mach dann diesen Haken. Das kann natürlich auch sein, ne? Okay, nur springen geht auch nicht. Ihr seht mich völlig fassungslos. Ja. Jetzt aber Sprung und dann der Haken und. Ey. Sonst schießen wir irgendwie mal höher oder so. Ja, vielleicht. Dann kannst du den Bildschirm mal verschieben. Guck mal höher. Da oben. Weißt nach du? Oben kann ich ja, nicht. Ja, aber da oben kannst du auf jeden Fall dann so schräg. Nee. Okay, ja, wenn du springst. Okay. Es ist aber irgendwie selbst, kann nicht sein, dass das Spiel so schwierig ist, aber ich wüsste auch gern, wie ich den Haken... Es wird auf jeden Fall schwierig, aber das ist... Ich weiß nicht, wie ich den Haken einziehe. Ich will das jetzt selber ja, mal probieren. Ja, probier mal ganz kurz aus. Also irgendwie, ich krieg den Haken nicht eingezogen. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ja, zumindest nicht beim ersten Versuch, das wäre auch demütigend jetzt. Ja, man kann ihn halt wieder zurückholen, aber man kann halt sich nicht zu dem Haken ziehen irgendwie. Okay. Alles klar. Immerhin noch peinlicher als meine Versuche. Da wurde es auch, glaube ich, direkt erklärt. Okay, ich bring dich nochmal kurz an die Stelle. Ja, das wäre nett. Nicht ins Wasser fallen. Danke. Ja, ich weiß. too close. Ja, da hängst du am Haken. Ja, ich weiß, ich hänge am Haken. Da hat er einen Hänger. Okay. Nein, ich wollte nämlich schon wieder springen. Ja, also X und Y oder was ist das? So? Nee, warte mal. Ja, genau. Du musst, siehst du? Du musst den Haken halt gedrückt halten. So? Ja. Ja, okay, jetzt ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber wenn du halt dann nach unten gedrückt hältst, dann zieht sie sich automatisch nach oben. Genau, jetzt weiß ich wieder. Okay. Und jetzt bist du tot. Alles klar, danke. Ich weiß, den Fisch getroffen. Wieder ich hab den Fisch getroffen. Keine Angst vor den Vögeln, die Fische allerdings sind mordlustig. Ich hätte noch gar nicht gewonnen, wer ist denn da reingefallen, ja. Ah. Ja, solange du die Schnur festhältst, ist alles okay. Das ist witzig. Ja. Macht irgendwie ein bisschen wenig Sinn. Also, warte. Ja, genau. Yeah. Ah! Gewusst wie, nicht wahr? Und du kannst... Und, hä?
Zieh doch ein! Ja, du kannst sie auch einfach mit deinem Abhaken. Ja, du kannst sie abhaken, genau. Okay. Oder auch einfach angeln, weil es sind Fische und sie haben, was haben sie? Ach, ey, das ist ja witzig. Witzig, wa? Witzig. Nein! Oh Mann, ey. Also, okay. Wer viel vom Spiel sehen will, sollte jetzt googeln und gucken, ob irgendjemand das durchgespielt hat. Bei mir ist es eher so ein Herantasten an die Steuerung, aber... So, jetzt nochmal das Ganze. Schaffen wir es jetzt, bis den ersten Gegner zu besiegen. Sie ist hochgeklettert. Yeah, jawohl. Genau, jetzt ziehen wir. Du kannst... Naja, du kannst ihn einsammeln. Ja, yeah, genau. Nam. Ja, mir gegönnt. Müsli, yum, yum, yum. Ja, Friseure sind voll doof. den gönn ich mir. Den hat er sich gegönnt. Welche Leiter nehme ich denn jetzt? Das ist jetzt Tor 1 oder Tor 2? Ich kann mich nicht entscheiden. Da, wo die Tür ist. Ja, aber gibt's hier irgendwo noch was zu holen, oder ist das ein Zombie? Tod gibt's hier zu holen. Nein, den Tod gibt's überall. Scheiße. Den gibt's auch umsonst, ja. Entschuldigung, aber... Das fange ich schon wieder hier an. Also, das kann ja nicht sein... Hast du wohl zu viel Schuldenbräu? Ja, ach... Ja. Ey, es ist unglaublich, das Spiel. Es ist unglaublich. Also, es ist kinderleicht, aber aus dem Alter bin ich leider raus und jetzt stelle ich mich halt ein bisschen doof an. Aber hier, erstmal die Klotaufe zu Beginn. Den Klotieftaucher. Vorsicht, die aggressiven Vögelchen. Ja, nicht zu verwechseln mit den Fischen. Die sind richtig brutal. Da kommt der Fisch. Den habe ich mir geangelt. Mach Fischstäbchen und beenden sie den ersten Level. Oh, da ist eine Schnecke. Ja, Mann. Aber wie lange die braucht, um da rauszuploppen, das ist ja wohl wirklich keine Gefahr. Also, herrlich, ne? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre nur so ein Effekt, aber da kommt ja wirklich noch ein Gegner. Ja. Ja, komm. Ja, du kannst doch einfach loslassen und den dann... Ach so, nee, also wenn, dann angle ich mir den richtig. Ja, macht der. Ja, boah, und das schwierige Level ist gemeistert. Warte, oh. Also, spielt es selber, ihr werdet merken, die Steuerung ist nicht ganz so einfach. Ja, es ist nicht einfach, also erstmal reinkommen so, aber... Das Level... das sieht interessant aus. Jetzt wird es natürlich schon ein bisschen... Aha, ich denke mal, das ist richtig. Jawohl, da bin ich auch schon... Oh, da geht es steil nach oben. Ich hoffe, dass es gleich nicht noch runter geht. Aber wahrscheinlich geht es auf der anderen Seite runter und dann... Natürlich. Ab die Katze. Schauen wir doch mal, was hier... Oh, wieder ein Fisch. Ah, komm, den brauche ich jetzt nicht. Oh, was habe ich hier denn eingesammelt? Was war das? Keine Ahnung, irgendein Haufen Angelbedarf. Ja, stimmt. Ein Haufen Würmer. Ja, ein Haufen Würmer, ein paar Köder. Oh, was ist das denn? Eine Seeschlange oder was? Ein Aal. Oder ein Aal. Eine Seeschlange? Ja, ich weiß ja nicht. Hier, kann ja sein. Oh... Ja, ich liebe diesen Gummiband-Effekt. Ja, ist witzig auf jeden Fall, ne? Also, ja. Ich wette, die Macher von Spider-Man haben dieses Spiel gespielt. Das Geile ist, das Game hat echt so unendlich viele Räume. Witzig, ich sehe auch nicht, wo ich bin, einfach. Ja, ja, und du kannst verschiedene Türen nehmen, weil es gibt da jetzt eine und es kann sein, dass hier in dem Level auch direkt nochmal weiter oben eine ist. Und man kann es halt auf verschiedene Arten durchspielen. Das Tolle ist, okay. Es gibt ein angebliches True Ending, was sich aber nicht von einem normalen Ending unterscheidet. Das heißt, du kannst das Spiel innerhalb von ein paar Minuten durchspielen oder du kannst es nach Stunden durchspielen. Aber dann hast du halt den ganzen Weg quasi abgelaufen. Und so. Das Game war auch letztens, wann war das denn? Vor ein paar Monaten war das, sag ich mal, so in der Gaming-Presse, weil es angeblich einen Japaner gab, der das Spiel über 20 Jahre auf dem Super Nintendo laufen hatte. Also Einfach an. Halt, sein Super Nintendo war 20 Jahre lang an. Wegen der Musik oder? Nee, wegen dem Speicherstand irgendwie. Hä? Und der dann immer zwischendurch mal weitergezockt, weil das Spiel... Ja, der hat es einfach angelassen, aber ich bin ja auch in einer prekären Situation. Ja, da muss man einfach mal gleich nach rechts schwingen, hä? Schwing! Ach ja, man kann sein Seil dann wieder länger... Ja, genau. Ja, aber das ist ja verrückt, 20 Jahre, das irgendwie... Also ja, das glauben auch nicht so viele. Also aber ich meine, in Japan ist alles möglich. Ja, aber ohne Scheiß, Erdbeben und allen Scheiß, so irgendwann hast du mal einen Stromausfall, das kann man mir nicht erzählen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich einen Generator angeschafft oder so. Und Generator hat für sein super Farmcom, möglich wär's, also wer 20 Jahre da Ding laufen lässt, der hat auch vielleicht... Oh, ey, der kommt oben aus dem Netz oder was soll das sein, kommt auf einmal ein Fisch raus, das ist ja auch witzig. Und die Schnecke gehen dann... Oh, aber das Witzige ist, die Gegner verschwinden von alleine wieder, so als wenn man... Ja, die haben Angst vor dir. Ja. Also du bist einfach zu hässlich. Ich habe auch den Haken. Okay, das kann natürlich auch sein.
Also, ich finde das Level-Design herrlich. Weißt du, an was mich das erinnert? An die alten Castlevania-Teile. Ich gehe, glaube ich, hier lang. Level-Design. Ich dachte schon. Nee, wo das Level-Design halt auch so total einfach reingeklotzt war und man keine Struktur drin sah. Ja, das stimmt. Das ist auch irgendwie wie so ein Handy, so ein Baukastensystem geworden. Dann, okay, ja. Klotz, Leiter, Klotz, noch ein Klotz, Leiter, noch ein Klotz, Baum und. Oh, guck mal da, ein pinker Rucksack. Oh, ja, nam. Hat er dir Zeit gegeben? Weil du siehst die Zeit, ja. Die übrigens auch die genau wie die Punkte mitten im Bild sind. Die brauche ich jetzt aber auch, weil ich hier irgendwie an der doofen Stelle gelandet bin. Ja. Weil, keine Ahnung. Ja, genau, immer Bounce, Bounce, ja. Bounce, Kitty, Bounce, Kitty. Bounce, Kitty, Bounce. Okay, hier an dem blauen kann man sich scheinbar nicht festhaken. Nee. Ah, okay, das heißt so die blauen... Ja, die sind auch im Hintergrund, ne? Du bist unhaken. Wo soll man das dann aber auch her wissen? Okay, da sieht man ja natürlich auch, dass es der Hintergrund ist. Die sind jetzt, ja auch blau. Ja. Alles, was blau ist, ist natürlich im Hintergrund. Du bist auch an einer echt beschissenen Stelle, Alter. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich hier leicht verhakt. Komm schon, gib uns Action. Ja, Action 52. Ich versuche mal, bis das... Ja, komm hier. Nam. Heute Abend gibt es Fisch. Mutter, hol die Pfanne raus. So, hoch da. Ja, komm. Ach so, ich verwechsel auch immer unten und oben bei dem Hochziehen, weil es halt ja, das so ist verwirrend, invertiert ne? ist. Das ist so ähnlich wie mit Street Fighter 2010, wo du nach unten drücken musst und schießen, um diagonal hochzuschießen. Ja, das klingt wie ein Spaß. Übrigens, kleiner Hint. Side-Punch-Shit so. Zieht euch das Review rein von mir. Street Fighter 2010. Geiles Game. Review bei mir auf dem Channel. Dennis Damaku. Findet ihr, glaube ich, auch bei den Freundeskanälen. Wenn nicht, werden wir das mal einrichten. Natürlich. Ah, wow, der Hintergrund. Ich hab da mal was vorbereitet. Hat sich endlich mal. Ja, es sieht aus, als hätten die irgendwie ein frühes Foto von der Mars-Mission genommen oder so. Ja, das sind auch, glaube ich, echte Fotos im Hintergrund. Echte Fotos, ja, mit echte drei Fotos. Pixeln. Ja. Der eine Pixel ist die Landschaft, der Rest ist die Deko. Ich mag das Gegnerdesign, ne? Ich find's auch geil, dass hier so Bleistifte oder so. Siehst du das? Da sind so Bleistifte einfach mal so. Ist auch so irgendwie, total ist auch irgendwie voll logisch. So, man läuft mit einer Angel herum, angelt Fische, im Hintergrund stehen ein paar Bleistifte rum und das Ganze findet auf Mars statt. Also, und es ist. Das war knapp. Umihara! Oh, wen habe ich denn da geangelt? Aber irgendwie. Ja, doch, ich komme nochmal. Aber übrigens, nochmal kleine nerdige Info am Rande. Der Entwickler davon ist jetzt pleite, soweit ich das mitgekriegt habe. Wie kann das denn passieren bei so einem Spiel? Das ja, nein, also es gab mehrere Versionen. PlayStation. Mit Lightgun? Nein. Mit Lightgun? Bass Loop. So, ja, kann man das mit der Angel spielen vielleicht? Ich weiß es nicht. Gibt es. Nein, es gibt keinen Angel-Controller für Super Nintendo. Wirklich nicht? Nee. Die haben eine Bazooka, aber keine Angel. Was ist los ja, mit denen? Ja, ich weiß. Lächerlich. Also, ich meine... Nee, der Dicky Gamer, der hat das auch noch letztens vorgestellt mit so einem Bass-Hunting-Game. So. Okay. Der hätte auch gerne eine Angel für gehabt, so, aber... Ich meine, ist ja ganz witzig, dass sie eine Bazooka haben, so. Aber ich finde es witzig, so. Die haben ja alle möglichen Controller gehabt, aber... Ja, auf jeden. Wieso haben sie keine Angel? Ich verstehe das. Oder alle möglichen Konsolen haben eine Angel. Welche Konsole war die erste mit einer Angel? Weißt du das zufällig? Die erste? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wer hat angefangen angeln? Wer hat überhaupt angefangen, so komische Controller zu entwickeln, die jetzt... abseits vom normalen... Oh, man kann doch schräg schießen. Ja, klar. Die abseits von normalen Controllern jetzt hier so... Wie Densha de Go, der Zug-Controller und so halt dieser ganze Freak-Shit. Ja, also ich weiß, dass Konami immer ganz vorne mit dabei war. Ah, der macht mich zur Schnecke. Nein. Immer irgendwie auf skure Controller rauszuhauen. Ach, aber fängt wieder wer vorne jetzt die ersten paar wirklichen Dinger rausgehauen hat. Das würde mich mal interessieren. Also wenn das reicht ja, weiß, wenn zurück bis zur, glaube ich ja, ColecoVision und aber ich kann schon noch ein bisschen. Irgendwie kommt er jetzt auch nicht wieder hoch. Nach unten gedrückt halten und dann... Oh, ja, das ist jetzt richtig ja, beschissen. Okay, ich mach den Abgang. Aber die Wellen sehen ganz schick aus eigentlich. Ja, ich vermisse nur, dass unten mal im Wasser Fische am Start sind, anstatt oben. Also man hat jetzt leider nicht viel gesehen von dem Spiel, weil ich ein bisschen unfähig bin, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt, irgendwie die Steuerung. Aber es ist, ja, man muss reinkommen. Man muss aber reinkommen. Ich wollte es unbedingt einmal gezeigt haben und dich zocken haben lassen. Ist auch auf jeden Fall witzig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, wenn man da erstmal so ein bisschen mehr drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich auch spaßig ist. Die Mechanik ist cool mit dem Bouncen. Ja, die Idee auch vor allen Dingen ist halt mal eine ganz andere Art Jump and Run mit diesem Haken eben. Und das sieht jetzt
bisschen falsch aus. Na bitte, endlich. Ah ja, ich musste noch erst was mit der Kante klären. Okay, versuch nochmal irgendwie eine Tür zu erreichen. Genau, ich versuche es nochmal. Oder eine Tür erreichst, dann... Also um nochmal irgendwie ein Ende halt. Ja, Ende, da haben wir das Ende. Ende mit Schrecken leider, aber... Ärgerlich, aber vielleicht sehen wir uns das demnächst nochmal an, ey. Ja. Und dann lass ich mich mal zocken. Ja, ja, genau. Ja, ein witziger Titel auf jeden Fall. Ja, Umihara Kawase, ne? Was soll ich sagen? Geiles Game, kauft es euch. Mondlandschaften mit Fischen auf dem Mars. Mit Angel. Und den Bleistiften. Und Spider-Man lässt grüßen sowieso. Und da noch dieser Bogen, also wenn man auf dem Spielplatz da diese Rutsche da, diese Seilrutsche, wo man sich dranhängt. Weißt du noch, wo man da irgendwie, wo so viele Kinder darunter leiden mussten. Ja, es ist ein Mashup von allen möglichen Sachen. Auf jeden Fall ganz cool. Und die Wellen. Ja, geiles Game, Leute. Damit, ja, ciao. Wir sind rein. Piss Dansen. Zurück ins Studio. Ja. Pissen.